Grüß Gott. Derzeit entsteht ein neues Religionsbuch, ein digitales Religionsbuch. Es soll im Internet veröffentlicht werden und es soll so gestaltet sein, dass Schülerinnen und Schüler damit gerne arbeiten und auch selbstbestimmt arbeiten können. Ein erstes Kapitel in diesem Buch soll den Titel Glaubwürdig tragen. Was da drinnen stehen soll? Na, das, was Schülerinnen und Schüler interessiert. Am besten fragen wir sie doch selbst. Das ist natürlich eine sehr interessante Frage und meiner Meinung nach ist der wichtigste Aspekt, dass man vor allem interessante, aber auch informative Themen anschneidet. Und um das Ganze etwas lebhafter zu gestalten und förmlich abzurunden, sollten wir auch technische Medien wie zum Beispiel Bilder und Videos einbauen. Oder was sagst du dazu, lieber Georg? Ja, was mir persönlich sehr wichtig ist, dass es klar strukturiert ist, um halt sie auf der Seite auch recht zu finden und einfach zu bedienen, muss auch sein. Was sehr wichtig ist, finde ich, man sollte das Suchfeld integrieren, damit man einfache Begriffe eingibt und diese auch dann vorfindet und die Suchbegriffe oder Suchergebnisse sollten dann auch wieder einfach erklärt sein, also dass da nicht lang über einen heißen Brei herum gesprochen wird, sondern kurz und prägnant gehalten wird. Ganz genau. Wie du das sagst. Und was denken deine Schülerinnen und Schüler? Willst du dich ihren Fragen und Anforderungen stellen? Warum nicht gemeinsam? Mach doch mit bei Open Rally 2014. Dem offenen Online-Kurs für Religionspädagoginnen und Religionspädagogen. Sei du mit dabei, wenn das digitale Religionsbuch entsteht. Bis bald bei Open Rally.